geht er weiter mit Jonglieren. Wir beginnen zuerst mit einem Ball zum bisschen Abwärmen wieder. Und weil er schon bei der Eplauf zu Hause geübt hat, brauchen wir das gleich auf einem Bein. Wir gehen uns auf ein Bein und werfen den Ball mit einer Hand in die Höhe. Wir erinnern uns, die Ellbogen sind circa im rechten Winkel und bis da oben hin wird geworfen. Wechseln wir das Bein, werfen mit der anderen Hand. Dann gehen wir in die Standlage und werfen in der Standlage in die Höhe. Ein Wechsel. Kommt wieder der reiche Wurf, schöne große Bewegungen. Und mit Klatschen hochwerfen, Klatschen. Okay. Braucht einen zweiten Ball oder ein zweites Paar Socken. Dann denken die Bälle kommen wieder dann nach oben. Zuerst werfen wir sie nur in die Höhe nacheinander und lassen sie auf den Boden fallen. Das machen wir zwei, drei Mal. Bevor wir jetzt wirklich kreuzweise jonglieren, werfen wir die Bälle noch abwechselnd in den Bereich. Rechts, einmal links, rechts, links. Wenn der erste Ball am höchsten Punkt ist, dann werfen wir den zweiten Ball los. Dann auch mit der anderen Hand beginnen. Wenn ihr das noch ein bisschen üben müsst, dann drückt einfach kurz auf Stopp, ansonsten geht es jetzt weiter. Den zweiten Ball werfen wir bewusst ein bisschen höher als den ersten. Und dann mit der anderen Hand beginnen. Gibt es noch eine Steigerungsform, falls das leichter für euch, ansonsten übt ihr einfach die andere Sache. Beide Bälle mit einer Hand hochwerfen, einmal links und einmal rechts. Dass die Bälle nicht überkreuzen, sondern nebeneinander rauf und runter springen. Für eine etwas schwerere Übung mit der anderen Hand machen wir das auch. Thank you.
war unsere diesmalige Jonglier-Einheit. Jetzt wird es ein bisschen aktiver für den Kreisler. Wir laufen an der Stelle, kreisen die Arme vor, dann ganz langsam 4 Schritte vorkreisen, 4 Schritte zurückkreisen. 2, 3, 4, 1, 2. Gegenkreis. Springen. In die Hocke gehen, sehen wir uns ganz unten. Bewusst aus dem Fußgelenk springen. Rechtsstand, die Arme sind auf der Seite, wir kreisen viermal oben. Dann gehen wir nach vorne, kreisen viermal vorne. Dann bringen wir nach vorne gerichtet. Bleiben wir nur vorne, einmal vorbeugen, der Arm schwingt, wir schauen nach. Dann lassen wir die Beugung auf die Knie, die Ellbogen, die Knie etwas auseinander drücken, leicht wippen, etwas hin und her bewegen. Dann beugen wir uns zu einem Ein. Dann schließen wir die Beine, greifen wir vor, greifen wir mal rein, greifen wir näher, aber neben die Beine, einmal nach hinten. Aus dem Stand vorbeugen, mit dem Bein schwingen. Wichtig ist ja, dass das Bein runterkommt. Und der Oberkörper gleich damit in die Linie. Einmal links und einmal rechts. Ja, auch beim Runtergehen gleich das Bein mitnehmen. Wenn ihr nicht so gut gedehnt seid, könnt ihr eine kleine Erhöhung nehmen, dass die Hände nicht so weit nach unten kommen müssen. Gut, wir machen wieder unsere Handbewegung vom letzten Mal und machen noch 2 Armbewegungen zusätzlich dazu. Einmal von Seite, hoch, vorne, unten, dann überkreuzen wir und dann nehmen wir die Hände noch nach hinten. Also Seite, oben, vorne, unten, kreuzen und hin. Wir machen wieder 4 Sprünge, kreischen und schließen mit einer Position. Und 1, 2, 3, 4 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 und 1, 2,
jetzt auf 3, dafür 2 Runden. Und 1, 2, 3 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 und 1, 2, 3, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1, 2, 3 und 1. Wieder 2 Runden. Und 1 und 2. 2 und 1. 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 Gut, auf 1, 3 Runden. Gut, auf jeden halben Sprung, mal schauen, ob ich es jetzt ohne Fehler gleich zusammenbringe. Na fast. Probieren wir noch einmal, ich könnte das ja zu Hause öfter probieren, aber Pause wieder drücken. Und jetzt auf einmal. Gut, wir setzen uns hin, rollen vor und zurück. Ganz klein machen. Die Knie neben den Kopf auf den Boden legen. Beide Knie auf eine Seite. Und auf die andere. Gehen zur Kerze. Die Arme in die Hochhalter. Und dann die Arme langsam zur Hüfte führen. Richtet. Arme sind wieder hoch, halten die Beine zweimal. Der eine Bein, die Arme bleiben in der Luft und bewegen über die Hochhalte zum anderen Bein. Das sind auch die Zehenspannung achten und die Kniestreckung. Die Finger an den Kopf, gehen rund und vor, Rücken strecken, gerade nach oben, wieder rund, vor, Rücken strecken, gerade nach oben, rund, vor, strecken, hoch, dann Richtungswechsel, wir gehen vor und rund, zurück, strecken, vor, rund, zurück. Jetzt noch gestreckt nach vorne und zurück. Wir schließen die Beine, beugen uns viermal vor und hier die Knie halten. Beugen, halten. Dann die Zehen fest zurückgezogen, viermal beugen.
halten. Beugen. Und beugen. Wir legen uns auf den Rücken. Den Fuß legen wir auf das Knie. Greifen unten durch. Und ziehen das Bein zu uns her. Und stopp. In der Liegestützposition die Hüfte zweimal durchfallen lassen, etwas grätschen und die Schulter zweimal zurückschieben. Machen wir das so, dass die Hüfte noch einmal durchhängt und beim Zurückschwingen ein Bein zur Hüfte hinunter, Bein schwingen und dann das andere. Blick ist immer auf die Hände gerichtet, beim Schieben ganz zur Decke, auf die Hände. Bleiben wir noch in der Bandstellung, die Hände gehen vor, bisschen wippen, Gewicht verlagern, links und rechts. In der Bandstellung das Bein schwingt nach hinten, zur Seite nach hinten und dann das andere Bein nach hinten. Das heißt, die Ellbogen sollten dabei gestreckt bleiben, der Oberkörper möglichst ruhig. Und beim Beinschwingen nach hinten sollte man auch die Bauchspannung achten, dass man eben durchhängt und hier fest bleibt. Hüfte strecken, wir bleiben auf den Knien. Fünfmal die Ellbogen beugen und strecken mit schmalen Ellbogen. Dann bleiben wir unten stehen, nur wippen. Dann wir die Finger nach innen, breite Ellbogen. Wieder fünfmal auf und ab. Greifen die Hände weit weg, gerade die Stirn hinkommen. Dann drehen wir die Finger noch nach hinten. Ich darf die Hüfte etwas gebeugt sein, wenn es sonst zu schwer wäre. Und wieder fünfmal Arme beugen und strecken. Ein Bein nach vorne stellen, Hüfte gerade, Bauch eingezogen, Becken federt vor.
und gegengleich zurückführen, ganz gespannt wieder. Noch 10. Und stopp. Gut, wir legen uns auf den Bauch. Ellbogen sind gebeugt, Daumen zeigen nach oben. Wir heben 15 Mal die Arme in die Höhe. Machen wir einen etwas längeren
Handstand. Wichtig, bevor ihr zusammenbrecht, geht lieber wieder hinunter. Ansonsten probiert einfach die ganze Zeit durchzuhalten. Denkt an die Beinspannung, Zehen strecken. Ausschütteln. Und machen wir noch, wenn ihr dazwischen runtergeht und später wieder warf, ist das überhaupt kein Problem. Und wieder hinunter. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.